IMOP ist ein Interreg-Projekt, gefördert von der Europäischen Union, wo wir als FH Vorarlberg gemeinsam mit 7 europäischen Partnern an der Elektromobilität der Zukunft arbeiten. Simone, du bist verantwortlich für den Geschäftsbereich Elektromobilität bei Ilwerke VKW. Wann, wo und wie hatte denn die Flotte ihren Start? Die Flotte hatte 2008 ihren Start. Und mit dem Mobilitätsprojekt war Vorarlberg dann erste Modellregion in Österreich, eine der ersten in Europa. Und wie wichtig war gerade 2008 für den Konzern auch diese Förderung aus öffentlicher Hand? Ja, die Förderung war unheimlich wichtig, weil dadurch kam man ins Tun. Dadurch hat sich ein Konsortium gegründet, man hat Kooperationen geknüpft, man hat Erfahrungen gesammelt, sie haben Impulse und Innovation ausgelöst und davon profitieren wir noch heute. Simone, das waren die letzten 10 Jahre. Kommen wir mal zu den nächsten 10 Jahren. Was sind die größten Herausforderungen bis zum Jahr 2030? Ja, die größten Herausforderungen sind mit Sicherheit der Ausbau der Ladeinfrastruktur, auch in Richtung Ladeparks und intelligente Netze. Durch die Energiewende weg von den fossilen hin zu den regenerativen ist natürlich nicht nur die Elektrifizierung der Mobilität verbunden, sondern es werden vermehrt Wärmepumpen gebaut, die Photovoltaik wird ausgebaut, da braucht es leistungsstarke Netze. Es ist aber natürlich auch Smart Charging, da gibt es Entwicklungsmöglichkeiten in Richtung effizientes, kostengünstiges Laden. Da ist Lastmanagement ein Stichwort oder auch Vehicle to Grid, das heißt, dass die Fahrzeugbatterie als Zwischenspeicher genutzt wird und eben so dann zur Netzstabilität oder energiewirtschaftlich genutzt werden kann. Und neue Mobilitätskonzepte werden eine Herausforderung darstellen. Damit ist auch eine Verhaltensänderung verbunden und die ganzen regulatorischen Themen, die es noch gibt, die rechtlich geklärt werden müssen. Christian, wie wichtig ist denn die Elektromobilität für die Energieautonomie Vorarlberg 2050? Also die Elektromobilität ist ein Teil des Sektors Mobilität, der uns ja die größten Probleme macht. Und in diesem Sektor schauen wir, dass wir generell den motorisierten Individualverkehr möglichst zurückdrängen durch ÖPNV, Fahrrad, Fußläufigkeit. Und wir möchten bis 2030 ca. ein Drittel des Fahrzeugbestandes auf E-Autos umgestellt haben. Das wären dann ca. 65.000 Fahrzeuge. Und bisher sind wir da zwar noch am Anfang, aber immerhin noch auf Zielfahrt. Geht es nur um Elektroautos oder ist Elektromobilität breiter gedacht? Elektromobilität ist ja wohl breiter gedacht. In Vorarlberg fängt es mal an mit dem Zug. Der ist ja seit jeher elektrifiziert. Das ist quasi das Rückgrat der Elektromobilität in Vorarlberg. Wir möchten dann aber auch im ÖPNV die Busflotte elektrifizieren bzw. auf alternative Antriebe umstellen. Dann geht es genauso neben den Autos natürlich auch um die Elektrofahrräder, die aus unserer Sicht ein großes Potenzial haben. Also wir sehen das sehr breit und nicht nur auf PKWs beschränkt. Okay, und die Elektromobilitätsstrategie 2015 bis 2020 ist ja ausgelaufen. Sie ist jetzt übergegangen in die Energieautonomie Plus 2030. Wieso hat man das ins Gesamtkontext integriert und nicht eine eigene Elektromobilitätsstrategie wieder gemacht? Wir wollten das Thema Elektromobilität eben nicht singulär für sich alleine sehen, sondern als Teil des Gesamtsystems, als Teil der gesamten Energieautonomie. Und darum wurde es in diese Gesamtstrategie übernommen. Elektromobilität ist ein Teil der gesamten Energieautonomie Vorarlberg. Welche Rolle spielt denn die Forschung bei der Integration der Elektromobilität in Zukunft? Die Auswirkungen der Elektromobilität auf unsere bestehende Infrastruktur sind sehr schwer abzuschätzen. Und deshalb ist es notwendig, dass wir sehr fundierte und umfangreiche Analysen durchführen. Und hier kann das Forschungszentrum Energie mit seiner Simulationskompetenz und seiner Analysekompetenz mit den geeigneten Stakeholdern richtige Strategien ableiten. Simulieren wir da im Niederspannungsnetz oder im Mittelspannungsnetz oder im Hochspannungsnetz? Wir simulieren derzeit hauptsächlich Niederspannungsnetze, wobei wir dabei sind, diese Simulationen auf die Mittelspannung auszudehnen. Und wenn ich jetzt wirklich davon ausgehe, Vorarlberg hat 65.000 Elektroautos, kommen die Probleme dann eher in der Niederspannung oder eher in der Mittelspannung? Die Probleme werden als erstes in der Niederspannung ankommen und dann sukzessive nach oben durchschlagen. Deswegen ist die Niederspannung der Fokus der derzeitigen Untersuchungen.